Damals, vor dem Krieg, 1935, hatten Schüler noch ganz andere Probleme. Angst vor der Kinderlähmung. Mit Fieber und Durchfall fing es harmlos an. Aber dann kam die Lähmung. Die kroch langsam die Beine hoch, immer weiter. Medikamente gab es nicht. Ganz schlimm wurde es, wenn die bis zu den Brustmuskeln ging. Die Kinder konnten nicht mehr atmen. Letzte Rettung war die eiserne Lunge. Ein Blasebalg musste von außen die Atmung übernehmen, oft monatelang. Das ging nur im Sanatorium. Die Klassenkameraden waren nicht mehr in der Schule, manche kamen nie zurück. Andere konnten nach der Infektion nicht mehr richtig laufen oder brauchten Gehhilfen. In den 50er Jahren, als die Geschwister in die Schule kamen, war die Angst vor Polio riesig. Fast 10.000 Kinder wurden 1952 krank. Dann konnte man endlich hoffen. Eine sensationelle Nachricht verdrängte in den Vereinigten Staaten fast alle politischen Schlagzeilen. Die Nachricht von Dr. Salk, der einen Impfstoff gegen die Kinderlähmung entwickelt hat. Aus Amerika hörte man von Massenimpfungen gegen Kinderlähmung und dass es kaum noch Fälle gab. Die Impfung kam 1957 auch nach Deutschland. Aber da gingen nur wenige hin, denn aus Amerika kamen beunruhigende Nachrichten. Der Entdecker, eben noch groß gefeiert, nun der Tiefschlag. Tragik im Triumph. Irgendwas lief schief. Die Viren im Impfstoff wurden nicht richtig abgetötet. So infizierte man durch die Impfung über 40.000 Kinder. Verständlich, dass die Impfung den deutschen Eltern Angst machte. Als in den 60ern die Kinder in die Schule kamen, wurde kaum geimpft. Eine Impfquote von 8%, das konnte die Kinderlähmung nicht aufhalten. 1961 dann wieder ein heftiger Ausbruch. Weit über 4.000 Menschen erkrankten. Der ganze Schrecken kam wieder. Fieber, Atemlähmungen. 360 Menschen starben. 3.000 bleiben ihr Leben lang gelähmt. Bis es 1961 einen neuen Impfstoff gab, der noch frei von schlimmen Nachrichten war. Und das Beste war, kein Pieksen mehr. Er konnte geschluckt werden. 1962 wurde die Schluckimpfung in Deutschland eingeführt. Und die Deutschen pilgerten in die Impfstellen. Alle, auch die Erwachsenen, bekamen den Zuckerwürfel. 63% der Deutschen machten mit. Die Zahl der Poliofälle nahm rasant ab. Aber durch den Erfolg wird man nachlässig. Bald ist nur noch die Hälfte der Kinder geimpft, die andere Hälfte nicht. Und das reicht nicht, um die Polio zu besiegen. Manchmal träumt er noch, er würde für seine Schule Uwe Seeler-Tore schießen. Hermann, 15 Jahre, nicht geimpft. Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam. Dieser Spot hat gesessen. Die Ärzte kommen nun direkt mit den Zuckerwürfeln in die Schulen. Fast jeder schluckte die Polio-Impfung. Klassenkameraden mit Kinderlähmung, das kennen die Enkel heute kaum noch. Und Angst hat auch niemand mehr davor. Denn über 80% sind geimpft. Und das Beste, seit 1990 gibt es keinen Polio-Fall mehr. Heute wird wieder mit Spritze geimpft, gleich zusammen mit anderen Impfstoffen wie Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten. Ein Pieks gegen viele Krankheiten. Kinderlähmung, so etwas kennen die Kleinen heute gar nicht mehr. Und fast die ganze Welt ist mittlerweile frei von Polioviren. Fast. In Afghanistan und Pakistan erkranken immer noch Menschen an der Kinderlähmung. In muslimischen Ländern lehnen offenbar viele die Impfungen ab, auch weil radikale Islamisten ein Impfverbot verhängt haben. Auch deshalb ist die Kinderlähmung nicht überall besiegt. Und darum kann sie jederzeit wieder zurückkehren, auch zu uns. Ja, kein einfaches Thema. Was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Und falls es mal Themen gibt, die ihr gerne mal auf diesem Kanal sehen würdet, schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Kostenlos abonnieren dürft ihr natürlich auch, damit ihr nichts verpasst. Ansonsten, hier sind noch zwei Videos für euch. Jede Woche kommen neue Videos. Wir sehen uns also bald wieder. Bis dann.